Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich eine Ape 703 reparieren, da sie einen Kolbenfresser hat und leider nicht mehr funktioniert. Aus dem Grund habe ich mir hier schon frisch aus Italien einen neuen Zylinder und einen neuen Kolben bestellt. Das werde ich jetzt einbauen. Let's go! So schaut der Motorraum von innen aus. Und hier sieht man auch schon den alten Zylinder, aber bevor ich den ausbauen kann, muss ich erstmal den Krümmer mit dem alten Schalldämpfer rausschrauben. Ich habe jetzt hier endlich den Auspuff ausgebaut und den werde ich jetzt hier einmal komplett abschleifen, dann lackieren, damit er hier eben nicht weiter rostet und hier, wie man sieht, wieder geschweißt werden muss. So schaut der Auspuff jetzt nach dem Abschleifen aus. Also gefühlt ist er immer noch komplett rostig und ich schaue aus wie ein Schornsteinfeger. Und deswegen werde ich jetzt komplett mit Rostumwandler einpinseln. Und wenn ihr sowas daheim auch macht, nehmt auf jeden Fall eine richtig gute Atemschutzmaske. Weil wie ihr hier sehen könnt, ist richtig, richtig viel Rost da an diesen Ansauglöchern. Und das wäre jetzt alles in meiner Lunge, hätte ich nicht diese Maske aufgehabt. Also achtet darauf, auch wenn sowas echt teuer ist. Also ich habe glaube ich 50 Euro dafür bezahlt, aber es ist wirklich sinnvoll. So schaut das jetzt aus, noch so bläulich und dann wird das Ganze schwarz, so wie hier. Und wenn es komplett schwarz ist, dann ist die chemische Reaktion geschehen und der Rost ist sozusagen umgewandelt. Die, die in Chemie aufgepasst haben, wissen, dass wenn man einer chemischen Reaktion Wärme hinzufügt, diese wesentlich schneller vonstatten geht und deswegen habe ich das Ganze jetzt in die Sonne gelegt. Da das hier die einzige Zange ist, die vorne annähernd so spitz ist, dass ich die Sicherungsringe aus dem Kolben rausholen kann, werde ich hier einfach die Spitzen ein bisschen dünner feilen. Endlich diesen scheiß Dreckskolben hier abgeschraubt, ey. Leck mich am Arsch, hat es lange gedauert. Alter. Endlich. Oh, Alter. Bevor ich jetzt mit den Vorbereitungen zum Wiederzusammenbau beginne, lackiere ich noch den Auspuff. Dabei ist mir das Aussehen völlig egal, ich möchte einfach nur, dass es nie wieder rostet. Und deswegen knalle ich Farbe drauf, was das Zeug hält und Nasen, die dabei entstehen oder Schmutzpartikel, die ich einbinde, sind mir völlig egal dabei. Ich habe es endlich geschafft, den alten Zylinder und den alten Kolben auszubauen. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, also ich saß glaube ich 2 Stunden am Kolben. Aber jetzt habe ich hier alles auf dem Tisch liegen, also die Neuteile und die Altteile. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was die Unterschiede zwischen den beiden sind. Als erstes möchte ich mit dem neuen Zylinder anfangen. Und zwar bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, denn er ist echt ein bisschen angerostet hier angekommen, also ich finde, man könnte einfach Öl drauf machen, dann hätte ich das. Und die Italiener haben einfach vergessen, hier die Dichtfläche plan zu fräsen. Das ist absolut wellig hier alles, man kann es auch richtig gut in der Kamera sehen und es müsste eigentlich wie hier beim alten Teil einfach plan sein. Naja, also wenn es aus Deutschland kommen würde, würde ich es zurückschicken, aber ich habe jetzt echt keine Lust, wieder wochenlang zu warten, deswegen werde ich jetzt hier mir einfach irgendwas überlegen, dass es trotzdem dicht wird. Jetzt könnt ihr euch mal von innen anschauen, wie der Kreuzschliff ausschaut. Also der ist richtig schön hier im neuen Zylinder zu sehen. Der ist dafür da, dass das Öl an den Zylinderwänden sich festhaken kann
und eben den Kolben schmiert. Und hier ein Beispiel, wie es eben nicht ausschauen sollte. Also, ja, komplett zerschossen nenne ich das mal. Hier ist überall nur noch Riefen. Absolut alles voll mit Riefen und Einschusslöchern. Ja, kein Wunder, dass das Ding einen Kolbenfresser hat. Wenn man sich das hier nochmal anschaut. Ja. Und jetzt der Kolben dazu. Also hier natürlich der neue. Da ist jetzt nicht viel auszusetzen. Und hier der alte. Also echt verrückt. Hier kann man gut sehen, das ist nur noch Aluminium. Also auf den Kolbenring hat sich einfach nur noch Aluminium festgefressen. Und auch hier richtige Riefen. Also das sind ja schon keine Riefen mehr. Das sind ja wirklich so richtige Krater eigentlich. Ja. Also so sollte das Ganze nicht ausschauen. Bevor ich jetzt alles wieder einbauen kann, muss ich noch ein Problem lösen. Und zwar habe ich keinerlei neue Dichtungen bestellt. Und das liegt nicht daran, dass ich es vergessen habe, sondern dass die Dichtungen eben auch aus Italien kommen und dann eine Dichtung, ich glaube 35 Euro Versandkosten, eine einzige. Und da habe ich einfach absolut keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach so Dichtpapier gekauft. Und jetzt werde ich die alte Zylinderfußdichtung hier abnehmen, aufs Papier legen, anzeichnen und ausschneiden und die dann verwenden. So, die Dichtung, die passt jetzt so. Also alle Kanäle sind frei, ich hoffe, das reicht. Und hier habe ich jetzt auch schon die Kolbenringe aufgezogen auf den Kolben. Und jetzt kann es mit dem Zusammenbauen beginnen. Long story short, es war schon sehr, sehr spät in der Nacht und ich war schon echt, echt müde. Und deswegen ist mir wegen einer kleinen Unachtsamkeit ein Kolbenring gebrochen. Und ja, den musste ich ja nachbestellen, hat fast 50 Euro gekostet. Tut immer noch weh, aber gut. Nachdem ich dann wirklich alles zusammengebaut habe, schaut der Motorraum so aus und ist jetzt bereit für den ersten Test. Die Ape fährt jetzt wieder und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!